Und schwuppdiwupps haben wir bei letzt sind wir beim letzten Thema. Ebene, Lage von Geraden und allgemein Grundlagen der Raumgeometrie. Raumgeometrie haben wir uns schon ein bisschen mit befasst. Quader, Pyramide und so weiter. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Das Zweidimensionale kennen wir. Das nennt man auch die Ebene. Also Ebene ist nichts anderes wie ein Begriff für die Fläche, eine unendliche Fläche. Das hier, was durchs Koordinatensystem dargestellt wird, ist im Endeffekt so eine Ebene. Ja, das geht noch hier drüben weiter, geht noch nach unten. Das heißt, im Endeffekt ist dieser ganze Bildschirm eine Ebene. Und der ist auch nicht nur durch den Bildschirm begrenzt, also durch den Rand, sondern der geht eigentlich ewig weiter. Eine Ebene ist quasi wie so ein Schnitt durch irgendwas durch, aber es ist eine Fläche. Alles, was flächenmäßig dargestellt wird, ist eine Ebene. Und da kennen wir natürlich viele Figuren, zum Beispiel ein Rechteck, ein Dreieck, ein allgemeines Viereck und so weiter, Trapez, Drachenviereck. Das kennen wir. Jetzt kommt das Ganze in den Raum. Das heißt, ich habe im Endeffekt unten hier zum Beispiel eine Fläche. Das ist hier ein Rechteck. Und dann bekomme ich jetzt eine Höhe dazu. Das heißt, unten kann ich ein Papierschnipsel ausschneiden und das am Boden legen. Dann habe ich eine Fläche. Wenn ich jetzt allerdings in die Luft gehe, nach oben, senkrecht nach oben, dann erhalte ich etwas wie einen Raum. Ja? Das könnte ja theoretisch auch ein Raum sein, wie zum Beispiel unser Klassenzimmer. Das ist ja auch ungefähr so dargestellt. Das nennt man dann einen Quader. Quader ist es, wenn es eine rechteckige Grundfläche hat. Und Würfel ist es, wenn es eine quadratische Grundfläche hat. Das werden wir im nächsten Video nochmal genauer anschauen. Das Problem ist jetzt, wie stellen wir das Ganze zeichnerisch dar? Denn beim Zeichnen hat man dann im Endeffekt nur eine Ebene. Zeichnen ist immer zweidimensional. Also muss ich tricksen. Beim Raum, also wenn ich etwas dreidimensional darstellen will, brauche ich eine dritte Dimension. Hier hatte ich zwei Dimensionen, nämlich zwei Geraden, und das hat meine Ebene aufgespannt. Der Raum, der braucht eine dritte Dimension. Die habe ich jetzt mal hier so dargezeichnet. Das sieht man ganz eindeutig hier. A, B, C, D ist weiterhin unser Rechteck, und dem gebe ich jetzt einen Raum dazu. Warum ich das Ganze jetzt nicht aus dem Bildschirm hier rausgezeichnet, ist auch klar, weil sonst würde man nichts sehen. Also wenn ich jetzt hier wirklich eine absolute Senkrechte machen täte, würde mir das entgegenkommen. Und das könnte ich nicht zeichnen. Und da haben wir schon die Krux. Wenn man ein 3D-Bild zeichnen möchte, dann brauche ich da immer einen Verzerrungsfaktor. Den werden wir uns im nächsten Video anschauen. Den haben wir hier dargestellt, denn auch diese dritte Dimension, die jetzt da eigentlich zukommen ist, ist verzerrt dargestellt. Eigentlich müsste die uns entgegenkommen. Das würde aber nicht funktionieren, zumindest nicht im Zeichnerischen. So, und dadurch haben wir jetzt eine räumliche Figur erhalten. Wir müssen uns zudem Sachen, ein paar Sachen anschauen. Eine Ebene wird durch drei Punkte oder zwei Geraden festgelegt. Also hier zum Beispiel haben wir eine zwei Geraden, die schneiden sich. Dadurch entsteht eine Ebene, dadurch entsteht eine Fläche. Ja? Da kann ich alle möglichen Flächen reinzeichnen und das Ganze wird durch die Ebene unendlich groß. Im Raum gibt es mehrere Ebenen, zum Beispiel F, B, C, G ist eine Ebene, wenn man das sich unendlich weiter vorstellt. Oder auch A, B, C, D, das ist genau unsere Ebene, die wir hier im Zweidimensionalen schon hatten. Dann haben wir noch E, A, D, H, ist auch eine Ebene, und E, F, G, H. Ich habe weitere Ebenen, ich kann zum Beispiel die Diagonale hier nehmen, ja, und da eine Ebene aufspannen. Also im Endeffekt haben wir im Raum ganz viele Ebenen. Und jetzt noch das mit den drei Punkten, wie das aufgespannt wird. Theoretisch reicht es mir ja, wenn ich jetzt F, B und C habe, habe ich drei Punkte dieser Ebene und dann kann ich sie schon mir vorstellen, wie sie liegt. Genauso bei A, B, C, dann weiß ich auch, wo die ganze Ebene liegt. Das, was wir uns noch beschäftigen wollen, ist, wie die Geraden im Raum liegen. Also nehmen wir uns mal Geraden her. Es gibt entweder parallel HG und AB, also HG und AB sind parallel, das sieht man hier noch mit bloßem Auge. HG ist zu CD parallel, HG ist zu EF parallel und so weiter. Das kennen wir natürlich schon vom Zweidimensionalen. Sie schneiden sich, zum Beispiel CD und BC, CD und BC, die schneiden sich sogar senkrecht, das gibt es auch. Und jetzt gibt es noch etwas, das heißt Windschief. Denn es gibt Geraden, die schneiden sich nicht, sind aber auch nicht parallel. Zum Beispiel die HG und die BC. Also HG, BC. Wenn man das jetzt in der Zeichnung weiter fortsetzen täte, würden sie sich hier schneiden. Aber Vorsicht, wir sind ja im verzerrten 3D-Bereich. Das heißt, wenn man sich das dreidimensional vorstellt, geht diese Gerade hier an der Kante vorüber und das geht hier drüber. Das heißt, diese zwei Geraden werden sich tatsächlich nicht schneiden. Und da brauchen wir jetzt eben einen neuen Begriff, der heißt Windschief. Das Letzte, was wir lernen werden, zwischen den Ebenen entsteht ein Neigungswinkel. Also ich habe ja vorhin schon vier Ebenen benannt, zum Beispiel diese Ebene F, B, C, G.
Und diese Ebene da hinten, A, B, C, D, das sind zwei Ebenen. Wenn wir uns das hier anschauen, sind es zwei Ebenen, die haben einen Neigungswinkel von 90 Grad. Denn diese zwei Ebenen stehen im Winkel zueinander von 90 Grad. Vorsicht, in der Zeichnung tun sie das nicht. Denn ich habe das Ganze verzerrt darstellen müssen. Dieser Neigungswinkel in der Zeichnung wird anders sein. Ja? Und da muss ich höllisch aufpassen. Das, was zum Beispiel in der Zeichnung dargestellt ist, ist nicht immer das, was auch tatsächlich zu messen ist. Also wenn ich jetzt hier anfangen würde, zum Beispiel diesen Winkel ABE zu messen, der heißt EAB, so muss man benennen, wenn ich den Winkel messen würde, würde wahrscheinlich 135 Grad rauskommen. Wenn wir den aber hier uns anschauen, steht ganz eindeutig 90 Grad. Also ich muss aufpassen. Dieser Neigungswinkel zwischen den Ebenen, also auch jetzt hier zwischen den Seiten von dem Quader, die kann man zwar messen, aber wir können sie mit bloßem Auge nicht ablesen. Da müssen wir ganz gut aufpassen. Das sind die drei Sachen, die wir wissen müssen. Wie oder was eine Ebene ist, wie das Ganze im Raum dargestellt wird, wie sich die Geraden schneiden können oder eben nicht und was ein Neigungswinkel ist.